Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge haben wir eigentlich nicht so viel gemacht, glaube ich, seitdem wir hier angekommen sind. Wir haben noch ein bisschen mit Gimli, heißt er, glaube ich, mit unserem kleinen Zwergenfreund hier im Hintergrund gesprochen. Und ich habe überlegt, wie ich denn hier etwas machen kann, was ich eigentlich schon wusste, aber nicht mehr dran gedacht habe, dass es so einfach ging. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. So, wir werden jetzt erstmal gucken, was für Schandtaten wir hier hinten noch machen können. Und was für Viecher wir hier besiegen müssen, befürchte ich. Hier ist noch eine Kiste. Wollen wir in das Gebäude? Ja. Ist da drin etwas, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Ich überlege weiter. Warum wollen wir dann da rein? Nur mal so eine Frage. Okay, wir können da weiter. Hier können wir wahrscheinlich nicht weiter, ne? Okay. Gut, dann müssen wir sowieso. Leuchtet das hier so komisch? Oh oh. Gut, dann mal los. Eine verdammte Seerüstung. Oh Scheiße, können wir da irgendwas mit machen? Der geht rückwärts, das heißt, der hat bestimmt nichts Gutes im Sinn. Oh, die haben auch nichts Gutes im Sinn da oben. Noch nicht! Los, Agenda! Falsche Taste. Kleiner, mach schon. Ich kann auch nicht. Doch, du kannst. Du musst. Guter Schuss. Boah, wie soll das denn hier? Fast geschafft. Moment. Ich hab so das Gefühl, dass das irgendwas damit zu tun hat. Aua! Kann auch nicht! Oh, ich glaube. Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll, aber. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege. Wie oft muss man das Ding denn treffen? Kann auch nicht. Doch, Kleiner, du kannst, du kannst. Beeil dich mal. Ja. Bin vorsichtig, aber ich weiß nicht, wie ich das anders hinkriegen soll hier. Wow. Hallo. Wie keine Pfeile? Wieso keine Pfeile? Ich kann leider nicht. Doch, du kannst. Junge, mach was, sonst sterben wir hier. Ich kann nicht ausweichen in dem Moment. Was ist das?
mein Gott. Warum kann man dabei nicht ausweichen? Ich verstehe es nicht. Noch nicht bereit. Leider. Bin soweit. Ja, bloß nicht ausweichen. Ich bin noch nicht so weit. Okay, so geht's auch. Was machen wir damit? Wir zeigen das den Zwergen. Machen wir das? Okay. So, was war jetzt mit dir hier oben? Ich dachte, damit könnte ich irgendwie auf den das runterfallen lassen oder so. Das muss doch irgendwie einen Sinn haben, oder nicht? Kann man das gar nicht mehr bewegen? Ja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass man den damit platt macht oder so, aber anscheinend hat das gar keinen richtigen Zweck hier. Du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg, so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Achso. Okay. Wo lang? Wir können theoretisch noch da. Oder? Wir sollen aber anscheinend nicht noch da, so wie es aussieht. Dann gucken wir mal. Hallo? Nein. Ich will eigentlich runter. Ah, Moment. Jetzt? Ja. Das bringt uns wahrscheinlich nichts. Die Frage ist jetzt, müssen wir nach rechts oder nach links rüber? Okay, das sieht gut aus. Was jetzt? Ja, nochmal mit Schmackes, ne? Oder auch nicht. Noch ein Kristall. Soll ich? Wie noch ein Kristall? Irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass da jetzt irgendwas wirklich Böses auf mich wartet in dem Ding. Kann ich das so kaputt? Nein, kann ich nicht. Das heißt, wahrscheinlich muss ich das Ding bewegen, nehme ich mal an. Wie auch immer, um das nach da hinten zu kriegen. Aber das ist ein bisschen sehr weit, oder? Ah! Ja, das wäre schön, wenn er das ein bisschen schneller machen würde. Aber okay, ich hab's verstanden. Jetzt hat er es gar nicht getroffen. Och Junge, treff doch einfach. Oh, den größten Teil haben wir. Ne? Nur nicht den Teil, den wir brauchen. Können wir das nochmal machen? Okay.
Euer Ernst? Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Okay. Aber ich komme von hier oben nicht da dran, oder? Komme ich hier irgendwie... Nee. Truma! Oh Junge, ganz ehrlich, das ist direkt vor dir. Ah, okay, das klappt auf jeden Fall schon mal. Tja, und nu? Einfach nochmal, oder? Probieren es einfach mal. Aber passiert nicht viel. Hm. Vor allen Dingen höre ich hier doch die ganze Zeit irgendwas knurren. Das irritiert mich hier total. Aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Hier ist nur... Kann ja auch nicht... Naja. Ja. Vielleicht hat das aber irgendwas bewirkt, dass auf der anderen Seite eventuell was frei ist. Ich meine, ich habe da jetzt was rot leuchten sehen. Oder vielleicht waren das auch nur die Dinger. Das wäre natürlich scheiße. Ach so, wir können ja... Das müssen wir mal ausprobieren, dass wir jetzt irgendwie auf die linke Seite wieder kommen. Und dann vielleicht auf die Art und Weise mit dem Ding weitermachen können. Hier ist es offen, aber... Na, jetzt kann ich mich fallen lassen. Ah, ist doch was drin. Hacksilber, da freuen wir uns doch drüber. Vor allen Dingen, weil wir im Moment so viel echt benötigen. Nein, oh, du sollst dich einfach nur darunter lassen. Aber das scheint nicht so zu funktionieren. Drehst du dich jetzt um? Och, Leute, ernsthaft jetzt. Wenn ich mich nach links oder nach rechts bewege, beziehungsweise in dem Fall nach links bewege, passiert gar nichts mehr. Dann will der nur da rein. Das ist doch lächerlich jetzt irgendwie. Aber anscheinend kommt man dann nirgendwo mehr rum. Keine Ahnung. Da komme ich nur nach oben. Hm. Gucken wir mal, dass wir zurückgehen wieder. Komm, du sollst nur nach oben. Genau. Da. Und dann sollst du eigentlich auf die andere Seite gehen. Das kann ich jetzt aber nicht mehr machen, oder was? Nein? Nein? Och, Alter, ernsthaft jetzt. Boah! Moment, was haben wir da? Ah nee, das ist der gleiche. Ja, ja. Wir schauen mal, ob hier irgendwas jetzt frei ist eventuell. Da kommen wir auch nicht durch, ne? Ach so, das ist der Bart. Ich wollte gerade sagen, was schwirrt denn da rum? Nee, aber da kommen wir auch nicht weiter. Also ich fürchte, wir müssen tatsächlich gucken, dass wir hinten weiterkommen. Die Frage ist nur, wie? Ich dachte, wir hätten jetzt eventuell Glück und irgendwas hier am Anfang hätte sich jetzt getan. Nichts. Von hier aus können wir auch nichts machen, so wie es aussieht. Wobei... Naja, das ist aber zu weit weg. Da scheint er später auch noch was mitmachen zu können. Oh, kleiner, ernsthaft.
Sieh dir das mal an. Was denn? Oh, da oben ist was. Ja. Ich weiß nicht, ob er das meinte, aber... Da wären wir doch bestimmt... Moment, jetzt muss ich doch mal gucken. Da kommen wir doch bestimmt irgendwie ran, wenn wir das verstehen hier mit diesem großen Teil. Oder? Kann man hier hoch? Kann man das irgendwie zur Seite schieben? Nee. Ah, okay. Aber... okay, ich kann hochspringen, aber ich kann nicht... na gut. Bringt mir natürlich auch nicht allzu viel. Bewegt sich das denn überhaupt? Also es bewegt sich, aber es geht nicht raus oder so. Ich kann das auch nicht weiter nach rechts machen. Ich kann das nur höchstens rausziehen. Ach, da hinten ist auch nochmal eine Kiste. Moment, da könnte ich aber... Hoppala. Da könnte ich aber theoretisch hin, oder? So, nochmal. Ja, perfekt. Ha! Yes! Alles für Hacksilber. Ist aber nicht schlimm, weil das können wir ja gut gebrauchen. Aber die Frage ist tatsächlich, wie sollen wir da hochkommen, wenn ich das Ding nur nach rechts und links verschieben kann? Hier komme ich ja offensichtlich nicht hoch, ne? Ich würde mal behaupten, das hat irgendwas mit dem Teil daneben zu tun. Aber ich wüsste nicht, wie. Frage ist auch, wenn ich das zur Mitte mache, kann ich das dann nach links und rechts machen? Das sieht nämlich fast so aus. Das ist so blöd mit der Perspektive. Das dürfte die Mitte sein, ne? Aber ich kann es... Nee, ich kann es aber nicht nach rechts oder links machen. Ich denke mal tatsächlich, dass ich das Teil irgendwie runter haben muss. Ich weiß aber nicht, wie ich das hinkriegen soll. Weil sich da ja nichts tut, wenn ich das Teil drehe. Und da tut sich hier auch nichts, dass da irgendwie die Höhe verändert wird oder so. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt da oben dran kommen soll. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß allerdings auch nicht, wie es jetzt da hinten weitergehen soll. Ich werde dann nochmal eben gucken und ansonsten, ja, muss ich tatsächlich nochmal weiter probieren und dann... Das Ganze... wo muss ich jetzt hin? Moment. Ja, das Ganze dann weiterlaufen lassen mit der Aufnahme. In der Hoffnung, dass ich da was rauskriege. Das wollte ich gesagt haben. Also, Kleiner. Wir probieren es nochmal. Problem ist, da tut sich rein gar nichts, ne?
Und das andere Problem ist, ich kann ja auch nirgendwo runter. Oder vielleicht doch. Ich kann hoch. Okay. Gut. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Der Hammer, mein Kleiner. Der Hammer. Also denke ich zumindest, dass das ist, was er möchte. Da. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Da? Ja, war ja doch ein bisschen einfacher, als ich gedacht habe. Aber immerhin haben wir dann noch mal eine Kiste dadurch mitnehmen können. Das ist ja auch schon mal was. Die Schlaufe lösen. Festhalten. Mal schauen. Warum kann ich hier kein B drücken? Hallo? Mann, ich drück doch die ganze Zeit B. Lass mich das doch machen. Er will einfach nicht, dass ich B drücke. Junge, ich wollte das noch machen und danach dann wahrscheinlich die Folge beenden. Du versaust mir gerade. Ah. Dieser Plan ist keine gute Idee. Still, komm. Hat nicht funktioniert. Ist nur ein Stück weit gefallen. Na toll. Dafür nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen Hacksilber mit und werden wahrscheinlich dann dadurch diese Tür durchgehen müssen, so wie es aussieht. Aber zumindest war der Plan einigermaßen gut. Oder wird es vielleicht bald sein? Ich weiß es ja nicht. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann, ob sein Plan letztendlich doch noch funktioniert in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.